So today it's my very pleasure to introduce Matt Bernhard and Alex Horderman. Matt is a PhD student and Alex is a professor at the University of Michigan. Ich darf euch vorstellen, Alex Horderman und Matthew Bernhard von der Universität of Michigan. Sie sprechen heute über die Sicherheitsauswirkungen der Neuauszählung der amerikanischen Präsidentschaftswahlen. There we go. Und los geht's. Hello everyone. Hallo alle. Mein Name ist Alex Haldeman. Es ist wundervoll, zurück zu sein hier am CCC. Ich habe in den letzten Jahren schon über andere Felder, über meine Arbeit gesprochen, zum Beispiel kryptografische Attacken auf TLS. Aber heute sprechen wir über ein Thema, das für viele, viele Jahre sehr zentral für mich war. Die Präsidentschaftswahlen in den USA. Wir haben einige Dinge gesehen in den letzten amerikanischen Wahlen und ich und Matt und viele andere hatten die Möglichkeit herauszufinden, wie leicht es ist, diese Wahl zu hacken. Und herauszufinden, ob das about the recount process and what we found, and I can think of no better place to give it. Ich kann mir keinen besseren Platz vorstellen, als hier beim CCC diesen Talk zu halten. Thanks. And thank you, Alex. So, as some of you may have heard, we recently had a presidential vielen Dank, Alex. Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, haben wir letztens in den USA gewählt. Wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt, hat Donald Trump gewonnen. Was ihr vielleicht noch nicht wisst, ist, dass das eine große Überraschung war. Über 70% der Blogs haben gesagt, dass Hillary Clinton gewinnen wird und auch die Zeitungen haben das vorher gesagt, dass Clinton gewinnen wird. So, fast alle haben vorher gesagt, dass Clinton die Wahlen gewinnen wird. Aber sie hat die Wahlen nicht gewonnen. Und deswegen hat jemand im Fernsehen Insekten gegessen. Schauen wir uns die Ergebnisse genauer an. Die USA sind keine direkte Demokratie, sondern wir haben das Electoral College, wo die einzelnen Staaten Wahlmänner haben, die nach der Mehrheit der Stimmen in den Staaten wählen. Clinton hat 84% der Stimmen der Bevölkerung gewonnen und Donald Trump hat 45% der Stimmen der Bevölkerung gewonnen. Donald Trump hat auf Twitter verkündet, dass er das Electoral College bei sehr vielen Stimmen gewonnen hat. Das stimmt in der Form nicht. Es war eine sehr knappe Entscheidung auch für das Electoral College. Es gibt zwei Erklärungen dafür. Es stellt sich die große Frage, wieso waren wir so falsch? Ned Silver und Sam Wang sind der Meinung, dass es einfach so unsicher ist in den Umfragen. Die andere Erklärung dafür ist, dass die Wahlen gefälscht wurden, was in erster Linie von Donald Trump unterstützt wurde, diese These. Das ist ziemlich unwahrscheinlich, aber war es möglich und würden wir überhaupt herausfinden, wenn es so geschehen sein würde?
Also Wahlen in den USA sind ziemlich, ziemlich komplex, um sie logistisch zu handeln. Wir haben ungefähr 200 Millionen registrierte WählerInnen. Und weil wir so ein aufgeteilter Staat sind, finden die meisten Vorbereitungen auf Staats- oder auf niedrigerer Ebene statt, aber nicht auf der föderalen Ebene. Meistens gibt es viele andere Wahlen neben der Präsidentschaftswahl auf Bundesland- oder niedriger Ebene gleichzeitig. Aber wir müssen das Ergebnis schon am selben Abend bereit haben. Alles andere wäre inakzeptabel. They're running elections on election night in more than 187,000. In mehr als 187,000 werden diese Wahllokalen durchgeführt. Es gibt insgesamt 52 unterschiedliche Modelle von Wahlmaschinen und Wahlcomputern, die eingesetzt werden. Manchmal haben sogar eigene Städte eigene Wahlsysteme. Hier auf der Karte sehen wir die unterschiedlichen Systeme, ob es optischer Scan ist oder andere Systeme. Das ist zum Beispiel Arkansas, ein bestimmter Staat. Sogar innerhalb dieses Staates ist die Varianz der Systeme sehr hoch. Hier ist eines der komplizierten Wahlzetteln, die ich angesprochen hatte. Das ist erst die erste Seite, wo du gefragt wirst, welche Partei du unterstützt und welche Präsidentschaftswahl. Und hier sind die anderen Zettel, auf denen die weiteren Wahlen durchgeführt werden. Um also so eine so einen Wahlzettel auszählen zu können, ist sehr zeitaufwendig und daher der schnellste Weg, um das herauszufinden, ist normalerweise, das in verschiedene Stöße aufzuteilen, je nachdem, wer gewonnen hat. Aber dadurch, dass so viele Wahlen auf einmal stattfinden, ist das schwierig. Also in erster Linie gibt es zwei unterstützende Maschinen. Es gibt 52 unterschiedliche Systeme, aber beide Systeme sind die weitest verbreitet. Auf einer Seite der optische Scan, wo manuell ausgefüllt wird, der Wahlzettel, und dann gescannt wird, um das Ergebnis zu zählen. Direct Recording Electronic or DRE Voting. And in this style of machine, das andere System heißt Direct Recording Electronic. Also es ist ein Gerät, was die Wahlergebnisse direkt, wo die Wahlen direkt in das Gerät eingegeben werden. Und die das speichern und ausdrucken und dadurch auch eine physikalische Kopie der Wahlen entsteht. Because they're fully electronic. Anyone who tampers with their software can change every record of the vote. Ich und viele andere waren und sind sehr kritisch gegenüber diesen Maschinen, weil die sehr einfach zu manipulieren sind. Jeder kann direkt mit der Elektronik interagieren und dadurch die Wahlergebnisse fälschen. Ich war an einer Studie beteiligt, die eine dieser Maschinen, einer dieser Wahlcomputer von einer anonymen Quelle gespendet bekommen hat. Was wir sehr schockierend fanden, war, dass sie eine getrennte Speicherkarte haben, die sich aus dem Wahlcomputer also die Speicherkarte lässt sich aus dem Wahlcomputer entfernen und das wird auch getan, um die Auszählung dann von verschiedenen Computern zusammenzuführen. Jede Person, die auf diese Karte Zugriff hat, kann zum Beispiel Malware installieren auf der Maschine. Andererseits haben wir herausgefunden, dass diese Malware
Hier haben wir zum Beispiel eine Testabstimmung gemacht zwischen George Washington und Benedict Arnold. bei unserer Maschine mit dieser Malware hat immer Benedict Arnold gewonnen, egal wie oft für George Washington abgestimmt wurde. Die Malware ist einfach eine ganz normale Software auf dem Computer und kann tun und lassen, was sie will. Jedes Mal, wenn jemand abstimmt, macht die Malware das, was wir im Vorhinein der Malware gesagt haben, was in dem Fall eine Stimme für. Wir können dementsprechend festlegen, mit was für einer Prozentzahl Benedict Arnold gewinnt. So are US voting machines secure? Also sind US-Wahlmaschinen sicher? Es gibt einen Fall, wo herausgefunden wurde, dass es nicht der Fall ist, aber bei vielen anderen ist es unsicher. In jedem Fall, wo unabhängige Forscher sich mit dem Thema beschäftigt haben, wurde herausgefunden, dass eine Fälschung der Wahl möglich ist und dass eine Installation von Malware, die die Stimmen verändert, But it's wirklich not ist. Just the DREs. Wait. It's not Aber just es sind nicht nur diese DRE-Voting-Maschinen, sondern auch die optisch-Scan-Maschinen sind anfällig für ähnliche Attacken. The paper will still be right, but the electronic results, the ones auch bei den optischen Auszählmaschinen kann auch Malware installiert werden, die dazu führt, dass auch da die Auszählung in der gleichen Weise beeinflusst wird und gefälscht wird. Jede Maschine, die auf Sicherheit getestet wurde, hatte die Möglichkeit, dass Malware installiert wurde und die Wahlen dadurch beeinflusst wurden. Also wie würden wir das tatsächlich verwenden, um eine Wahl zu verändern? Es gibt drei verschiedene Wege, die Wahlen zu hacken. Especially if it was detected, or obviously it could get the wrong person elected. Man we could perform denial of service attack. We could prevent people from voting. We could make the lines at the polls really long. Man könnte die Wahlergebnisse der Wahlmaschinen beeinflussen. Auch man außerdem könnte man die Person davon abhalten, zur Wahl zu gehen, dadurch, dass die Schlangen sehr lang werden. Their chances. Oder man könnte in Ukraine there was a massive cyber attack. One part of which was to try and change the vote totals, and another part. Wir haben gesehen, dass alle Sachen davon bisher schon mal getan wurden. Die ersten beiden wurden in der Ukraine mal verwendet, und bei dieser Wahl haben wir gesehen, dass vor allem die politische Intervention getan wurde. And then John Podesta, the campaign manager for Hillary Clinton, also had his emails hacked. Die Kandidaten in allen diesen Fällen wurden diese Angriffe Russlands zugeschoben. Wir wussten, dass es überhaupt Angriffe gab. Was ist mit unsichtbaren Angriffen? Vielleicht wollen wir die Wahl in anderen unsichtbaren Wegen beeinflussen. Es gibt hauptsächliche Probleme. Zuallererst müssen wir die vielen unterschiedlichen Techniken, die verwendet werden, angreifen. Aufgrund der zentralen elektrischen Wahlgruppe gibt es sehr selten sehr kleine Unterschiede, die eine Wahl ändern. Man müsste in zwei Ländern, Staaten die Wahlen ändern, da ist nur 1% Unterschied, also ist kein großes Problem. Zweites Problem ist, wie greift man diese Maschinen an? Und wenn man Leute, die damit arbeiten, fragt, dann sagen sie, hey, die Maschinen sind nicht mit dem Internet verbunden. Aber wahrscheinlich wissen sie auch, dass das nicht so wirklich wichtig ist. Alle Maschinen werden in einer Art und Weise programmiert, dass sie von zentralen
Maschinen programmiert. Die sind in der Regel mit dem Internet verbunden. Das Einzige, was man machen muss, ist mit dieser Maschine ein Virus installieren. Und dann ist jede Maschine, die mit einer Karte von dieser Maschine benutzt wird, auch angegriffen. Das heißt, man hätte die ganze Country oder die ganzen Regionen auf einmal gehackt. Aber wie wahrscheinlich ist das? In den amerikanischen Staaten ist es so, dass viele Gruppen die Zahlmaschinen in kleine Unternehmen ausgeben. Zum Beispiel diese Firma, die zwei Firmen, die weniger als 25 Mitarbeiter haben. Und sie haben noch nicht mal TLS auf ihrer Webseite eingeschaltet. Sie sind sehr klein und sehr wenige, sehr kleine Maschinen. Firmen und hier ist ihren Arbeitsräume und das sind ja, sehr kleine Firmen. Und es wäre nicht sonderlich schwer, bei denen Maschinen zu infizieren, mit sehr vielen auf einmal. Das zweite Problem sind diese Papiernachrichten, Mitschriebe. Die meisten haben Papiermitschriebe. Und Papier ist so ähnlich wie den meisten kritischen Infrastruktursystemen, wollen wir eine Art von Rückfallsystem haben. Sollten Elektronik ausfallen, zum Beispiel in Flugzeugen haben sie physikalische Kompasse. Sollte das ganze Navigationssystem ausfallen, haben sie noch diese physikalischen Kompasse. Und Papier Mitschriebe sind, dass sie schwer zu zählen sind. Also die haben das Problem, dass sie schwer zu zählen sind. Das Problem ist, dass jeder Papierrekord vom Wähler nochmal überprüft werden. Egal, ob es jetzt gescannt wird oder bevor die und bei Memory Cards wird es überhaupt nicht verifiziert. Das ist ganz normaler Arbeitsspeicher, Computerspeicher. Was wir überprüfen müssen, ist, dass wir die Memory Cards überprüfen müssen mit den Papier. Aber unglücklicherweise über 70% der Staaten haben Papiernachrichten Papier mitgeschrieben. Insbesondere Alex hat in den letzten 10 Jahren sehr viel dazu beigetragen, dass dort ging. Diese Angriffe geschützt wird, also gegen Frauds. Aber die meisten Staaten schauen nie auf diese Papiernachrichten. Das heißt, wir haben diese tolle Möglichkeit, gegen einen Angriff zu verteidigen, aber das wird nie benutzt. Also, kurz, eine Regierung, eine Wahl zu übernehmen, ist deutlich einfacher, als man denken würde. Okay, also alles zusammengenommen. Wie würde man jetzt wirklich eine Präsidentschaftswahl angreifen? Zuallererst, vor der Wahl könnte man vor Wahl herausfinden, welche Staaten sehr nah an einer Grenze sind, also innerhalb eines Prozentes oder so. Dann müssen große Länder deren Internet-Service-Provider angreifen. Man könnte jetzt als Angreifer herausfinden, wie man dort das Management-System, das Wahlmanagement-System machen kann. Zum Beispiel könnte man zu eine Nachricht schreiben. Dritter Schritt. Die korrupten Systeme benutzen, um die Programme an die einzelnen Maschinen zu senden. Ein Angriff für jede einzelne dieser Maschinen zu entwickeln, ist nicht sehr einfach. Ich und andere haben es wieder und wieder im Labor gemacht. Das Einzige, was sie machen müssen, ist eine kaufen, zum Beispiel auf eBay, um es auszuprobieren. Und der vierte Schritt ist, ihre Angriffe Stimmen und die meisten Staaten schmeißen die Papiere einfach weg. Das heißt, das ist kein großes Problem. Nochmal zurück zu den 2016er Wahlen und die Präsidentschaftswahlen 2016. Wir wussten am 8. November, bei der Wahl war, dass Hacken möglich war. Und am Ende des Tages, als die Ergebnisse reinkamen, sahen wir, dass das Ergebnis sehr nah war. Und war sehr überraschend im Gegensatz zu der vorherigen Umfrage. Wir wussten, dass Cyberangriffe, IT-Angriffe vorher waren, in einer Art und Weise, die vorher noch nie da waren und schon im Vorhinein mit den Regierungen die Wahlen infiziert haben. Und wir wussten, dass es möglich war, dass ein Angreifer auf ausreichend vielen Maschinen verändert haben könnte, um den Wahlausgang verändert zu haben. Und shockingly, und sehr komisch zu mir und vielen anderen Leuten, haben ungefähr sieben Staaten ausreichend Umfragen, also Papier
Wahlzettel ausgewertet, um zu schauen, ob das die Computer gehackt wurden. Das ist ein großes Problem mit unserem System. Wir haben vermutet, dass Papier sehr starke Abwehr dagegen solche Hacks hatten. Aber wenn wir selbst in 2016 nicht auf diese Papierwahlzettel schauen, dann ist es vielleicht da gar keine Abwehr. In diesem Fall waren 5 Wochen zwischen dem Wahl und dem Dezember 13, wo die Staaten ihre Regierung ihre Zahlen spezifizieren müssen. Wenn dort jetzt ein Betrug stattgefunden haben könnte, dann müsste es vor diesem Datum herausgefunden worden sein, um irgendwelchen Ausfluss auf die Regierung, auf die Wahlergebnisse zu haben. Ich und andere Advokatoren haben uns die einzelnen Möglichkeiten angeschaut, aber wir hatten keine ordentliche Lösung. Ist es überhaupt irgendeine Möglichkeit, um die Staaten dazu zu bringen, dass sie wirklich die physikalischen Beweise angeschaut haben, um zu schauen, ob es eventuell einen Cyberangriff gegeben haben könnte? Die allererste Frage, die wir hatten, ja, der Anfang des ganzen Prozesses war am 13., am Sonntag nach der Wahl. Da war ich in einem Flug nach Los Angeles, wo ich eine E-Mail bekommen habe von Barbara Simon, einer anderen Person. Die hat gesagt, hey, könnt ihr mich in 15 Minuten anrufen? Das ist mit der Clinton-Kampagne. Hillary hat selber könnte dabei sein. Well, was mache ich da? Ich bin im Flugzeug. Also habe ich eine Möglichkeit gefunden, die den Airspace, den WLAN Skype Unterbrechung zu umgehen und auch mit anzurufen. Es funktioniert nicht ausreichend gut, um darüber zu reden, aber ich kann zuhören. Und ich kann hören, was sie sagen. Clinton ist nicht dabei, aber Podesta, Herr Campaign Manager, ist dabei und viele andere große Leute aus ihrer Kampagne sind dabei und sie hören sehr genau zu, als Barbara und andere erklären, warum Clinton eine Neuauszählung in einigen Staaten anfordern sollte. Kandidaten in Amerika haben die Möglichkeit, eine Neuzahlung anzufordern, solange sie die entsprechenden Kosten bezahlen müssen. Aber würde Clinton das machen? Es waren einige Ängste, dass die Kampagne hinzugefügt hat. Die stärkste ist, sie wollten wirklich wissen, welche Beweise wir haben, dass die Auswahl gehackt wurde. Aber das ist komplett falsch rum. Die Grund einer Neuzählung der Papier ist, um zu beweisen, ob der Ausgang richtig war oder nicht. Ohne draufzuschauen, haben wir überhaupt keine Beweise, ob es richtig war oder nicht. Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass es möglich gewesen sein könnte, dass das Ergebnis gefälscht wurde. Die Frage ist, wie muss es bezahlt werden? Wer bezahlt das? Es kostet Millionen. Aber das größte Punkt war, dass sie Angst hatten, dass man zurückgeht, dass man sagt, hey, wir geben nicht zu, dass Donald Trump gewonnen hat. Und für Clinton war das in 2016 ein besonders großer Angriff, also eine große Gefahr. Während der dritten Presidential Campaign hatte, wo Trump nicht gesagt hat, dass er die Wahlergebnisse machen würde. Und Clinton hat gesagt, hey, das ist grausam, das ist ein großer Angriff gegen die Demokratie. Das sind zwei Sachen, die er gemeint hat. Das erste ist, er akzeptiert nicht die Ergebnisse, wenn alles gemacht ist, würde den Wert dem Gewinner nicht übergeben würde. Das andere ist, die andere Möglichkeit ist, dass er sagt, ich werde das Ergebnis anzweifeln, damit nicht alles fertig ausgezählt ist. Und sie hatte Angst, dass wenn man das nicht sofort akzeptiert, einen potenziellen Angriff auf die Integrität der Demokratie ist. Und das war die erste Kommunikation, die wir hatten. Wir haben später noch viel darüber geredet, um die Clinton-Leute dazu zu führen, neu zu zählen. Aber wir hatten anscheinend keine Möglichkeit, dies jemals zu bekommen. Aber dann hatten wir eine neue Idee, und dieses Mal von David Jefferson, einem anderen Advokaten für Auszählungssachen. In vielen Staaten kann irgendeine Kandidatin oder Kandidat eine Neuauszählung beantragen. Und auch wenn ihr denkt, dass die USA ein Zwei-Parteien-System hat, gibt es oft noch andere Kandidaten, und wir hatten ein Gespräch mit Jill Stein von den Grünen, die in den meisten Staaten angetreten ist.
Und sie wollte helfen. Jill hat eine lange Geschichte als Unterstützerin von Wahlsicherheit. Und am allerwichtigsten war, dass sie mit Wähler helfen wollte. Und das war ein absolut wegweisender Moment. Um 6 am Abend hatten wir die größte Zurücksetzung. Das New York Magazine hat einen Artikel veröffentlicht über unsere Gespräche mit der Clinton-Campaign, basierend auf dem Bruch der das Allerschlimmste daran war, dass die meisten Informationen falsch waren. Drinnen stand, dass wir überzeugende Informationen über einen Hack gefunden hätten, aber das stimmt gar nicht. Wir wissen, dass es eine Möglichkeit ist, aber das ist auch schon alles, was wir wissen. Und sofort hat mein Telefon zum Läuten begonnen und für Wochen hatte ich ständig Gespräche. I'll call you back on Monday, Debbie. So what to do? Also was kann man machen? Was ich gemacht habe, um nicht alle Antworten immer sofort antworten zu müssen, um zu sagen, hey, wir haben keine Beweise. Ich habe bin die ganze Nacht wach geblieben und habe dieses Papier geschrieben, wo ich den Fall für eine neue Zählung herausgestellt habe. Die einzige Möglichkeit ist zu wissen, um einen Angriff herauszufinden, um ein Angriff stattgefunden hat, ist, dass wir neu zählen, dass wir diese Papiere erneut auszählen. Ein Kandidat muss jetzt agieren. Und das hat diesen wirklichen vorangehenden Medienzirkus ausgelöst. Und leider, diese Erzählung, diese Idee, gibt es wirkliche Beweise oder nicht, war sehr schwer unter die Menschen zu bringen. Und in diesem Vortrag möchten wir jetzt zeigen, warum diese Neuzählungen essentiell für die Wahlergebnisse gewesen wäre. Also was als nächstes passiert? Am 23. am Tag vor Thanksgiving, an demselben Tag, wo mein Media-Antwort live ging, wurde veröffentlicht, dass diese grüne Abgeordnete die Neuzählung anfordern würde. Mehr als 5 Millionen Dollar für die Neuzählung wurde gespendet. Das ist mehr, als sie für ihre gesamte Kampagne gespendet bekommen hat. 160.000 individuelle Spender. Das sind sehr, sehr viele Leute. Wir haben keine Ahnung, dass so viele Leute für die Integrität der Wahlen sich so engagieren würden. Jetzt hatten wir das Geld, wir hatten einen Kandidaten. Wir wollten neu zählen. Wir waren fertig, neu zu zählen. So, neu herauszufinden, wo wir neu zählen wollen, ist, dass wir uns nochmal anschauen wollten. Wo würde ein Angreifer angreifen, um mit möglichst wenigen Aufgaben möglichst viel erfolgreich zu haben. Es gab einige Staaten, die sehr kleine Unterschiede haben. Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Die alle sollten von Clinton gewonnen werden und wurden aber von Trump gewonnen. Und 64 Männerstimmen wurden geändert. Und die US-Wahlen konnten von diesen 78.000 Wahlen beeinflusst worden sein. Und weitestgehend mussten wir Staaten auswählen, wo wir echt was tun können. Michigan und Wisconsin konnten von einem einzelnen Kandidaten eine neue Auszählung angefordert werden. In Wisconsin war der Unterschied weniger als 1%. Und die Möglichkeit ist, dass dort alles nur gescannt wurde und alle Papiere waren immer noch da und jeder Kandidat kann eine Neuzählung anfordern, wenn er das bezählt. Und jede einzelne Region kann das selber bestimmen, wie sie das machen, ob sie das mit Hand neu zählen und oder ob sie das nochmal durch die Maschinen laufen lassen. In Michigan sind die Abstimmungen sehr kleiner.
0,2%. Und in Michigan ist auch, wo wir leben, also war es relativ einfach. Und die Technik dort ist ausschließlich optisches Scannen und alle Stimmen wurden auf Papier abgegeben. Und jeder Kandidat kann in einzelnen Staaten, einzelnen Gruppen, also Landkreisen, die Neuauszählung anfordern. Und die Regierung würde die bestimmen, wie die Neuauszählung passieren würde. Und in Pennsylvania ist der Abstand ein bisschen größer, aber leider wird in Pennsylvania hauptsächlich papierfreies Wahlmethoden verwendet, sodass in den meisten Fällen überhaupt kein Papier vorhanden ist. Und das Gesetz ist sehr komplex. Drei Staaten von jedem Citizen, der neu ausgezählt werden muss, müssen Geld dafür geben und schwören, dass da eine Fehler da ist. Und nur dazu kann eine neue Auszählung durchgeführt werden. Es gibt Zehntausende von Wahlkreisen in Pennsylvania. Das sind 27.000 Leute, die wir brauchen, die dafür bezahlen müssen und die schwören müssen, dass da ein Fehler war. Pennsylvania hatte aber eine Möglichkeit, dass wenn weniger als ein halbes Prozent da ist. Aber der Abstand ist ein bisschen größer als dieser halbe Prozent. Ein großes Problem ist, wir wählen drei Staaten, die ich gewonnen habe, die Clinton gewonnen hatte. Warum schaut ihr nicht auf Staaten, die sie gewinnen soll, die ich gewinnen sollte und sie gewonnen hat? Oder wo Trump Nachrichten von Wahlbetrug bekommen hat. New Hampshire war die Deadline sechs Tage vorher und wir haben die einfach nicht hingekriegt. In Virginia darf man gar nicht neu zählen, wenn die Margin of Victory größer als 1% war. Clinton hat fast 8% gewonnen und California war der Abstand 13%. Ich bin ziemlich sicher, dass Trump 13% gar nicht gewonnen hätte, selbst wenn für ihn gewonnen hätte. Trump hätte auch eine Neuauszählung anfordern können, wenn er wirklich stark darüber gefühlt hat, dann hätte er auch eine Neuauszählung heranführen können. Und jetzt reden wir noch mal kurz über diese neue Auszählung. Okay, dann sprechen wir, lasst das Wiederauszählen anfangen. Nach Thanksgiving hat Jill Stein in Wisconsin eine Neuauszählung beantragt. Und das war nur zwei Tage, nachdem sie die Wiederauszählungsinitiative angekündigt hatte. Die anderen Staaten würden bald folgen. Aber es gab eine sehr enge Deadline, bis zum, nur wenige Wochen, bis das Ergebnis feststehen hat müssen. Präsident Trump war kein großer Fan natürlich von dieser Auszählung und ich sehe mir oft Ausstimmungen in vielen Ländern an und niemand, der die Wahl gewinnt, freut sich über Kritik über die Auszählungsmechanismen. So Trump, also Trump ist der Meinung, dass unter anderem, dass das alles nur ein er und seine Anwälte haben alles versucht, um diese Wiederauszählung in den drei Staaten zu stoppen. Jill hat in erster Linie die Leute in den einzelnen Staaten unterstützt, finanziell unterstützt. Mit vielen, vielen Volunteers von den Grünen, die ganze Arbeit gemacht haben. Was auch sehr wichtig war, dass wir sehr gute Anwälte hatten. Unter anderem Matt Brinkerhoff und Jonathan Abbedy, die Spezialisten in Bürgerrechten und Abstimmungsrecht sind. Und viele, viele andere haben hier mitgeholfen. Innerhalb von nur eineinhalb Wochen haben sie
mehr als ein halbes Dutzend Prozesse in Staats, aber auch in anderen Gerichten, gemeinsam mit führenden elektronischen Abstimmungsaktivisten. Und wie sieht eigentlich so eine Wiederauszählung aus? Naja, eigentlich ist es gar nicht so interessant. Es sitzen viele Leute herum an Gerichtstischen und sehen sich Zetteln an. In Washtenaw County in Michigan, wo die Universität ist, haben wir uns das genau angesehen. Und was passiert ist, an jedem Tisch wird ein Precinct nacheinander ausgezählt. Man sieht sich das Ballot an und je nachdem, wer gewonnen hat, kommt es in einen einzelnen Stapel und dann werden die Stapel nochmal einzeln gezählt. Alle Kandidaten können Vertreterinnen schicken und diese können dann zusehen, während die Zettel ausgezählt werden, und die können dann Nachfragen stellen. Wir haben ungefähr 2000 Stimmzettel angesehen, aber wenn man das parallel macht, dann kann man das eigentlich ganz schön schnell machen. Es ist nicht so wie Florida 2000, wo damals mit sehr, sehr alten Steckkartensystemen gearbeitet wurde. Aber wir sind auch stecken geblieben in endlosen Gerichtsprozessen. Wir hatten entweder von den Republikanern oder auch von den Staatsregierungen, die versucht haben, das zu blockieren. Wir mussten in einigen Fällen auch zu den Höchstgerichten, um diese Neuauszählungen stattfinden zu lassen. In Michigan hat die Trump-Campaign es geschafft, die Neuauszählungen zu stoppen. Hier sehen wir einen Protest von grünen Aktivisten vor dem Gericht. Es gab einen riesigen Medienzirkus. Es ist wirklich lächerlich. Ich hatte einmal sogar ein Kamerateam und viele, viele andere, die mir hinterhergelaufen sind, in den Aufzügen von Gericht zu Gericht. Hier sieht man Jill Stein in Philadelphia, in Pennsylvania, wo wir zum Bundesgericht gegangen sind, um einen Richter zu überzeugen, dass der ganze Staat neu ausgezählt wird. Zumindest einzelne Kreise, obwohl es keine einzelnen staatlichen legislativen Möglichkeiten gab, um das zu tun. Manchmal sieht es auch so aus, wenn Neuauszählungen stattfinden, viele, viele Leute, die zusammenarbeiten. Aber im Endeffekt ist die Neuauszählung passiert und jetzt ist es vorbei. Matt, erzähl euch jetzt mehr über die Wahl selbst. So wie ihr wisst, wie wir schon besprochen haben, Donald Trump hat genommen und die Wahlmänner haben die Stimmen abgegeben. Und naja, was gibt es noch mehr zu erzählen? Kein einzelner Staat hat eigentlich einen vollen manuellen Recount, Wiederauszählung durchgeführt. Die meisten dieser Staaten haben zumindest irgendeine Form von manuellen Auszählungen durchgeführt. Aber im Endeffekt wurde in keinen Staaten alle Stimmen ausgezählt und insgesamt haben sich 400 Stimmen verändert. Was lernen wir davon? In Wisconsin war es ein staatsweiter Neuauszählung. Nicht alle davon wurden händisch ausgezählt. Aber 11.883 Stimmänderungen wurden gefunden. Fast die Hälfte der Stimmen, die notwendig waren, die Trump mehr gewonnen hat. Dementsprechend only about 397 votes changed place.
And all told, we didn't find any significant evidence of attack. Im Endeffekt haben wir keine Beweise gefunden für einen Angriff. In Michigan wurden nach 3 Tagen die Neuerzählung gestoppt. Innerhalb dieser 3 Tage wurden 10 Counties ausgezählt. Über 2 Millionen Stimmen wurden neu ausgezählt. Wir warten noch immer für die kompletten Daten. Im Endeffekt haben sich 1651 Stimmen geändert, aber im Endeffekt haben wir auch da nichts gefunden, dass eine Attacke gerechtfertigen würde. In Pennsylvania wurde unter dem Bundesgericht die Auszählung gestoppt. Nur ein einziger Kreis hat die Auszählung durchgeführt und sie haben keine Ergebnisse hergezeigt. Wahrscheinlich gab es aber keine Attacke. Im Endeffekt ist es sehr, sehr schwierig, in Pennsylvania eine Neuauszählung beantragen zu können. In Michigan gab es riesige systemische Probleme. In 37% der Fälle gab es mehr Stimmen als abgegebene Stimmzettel. Fast die Hälfte der Stimmzettel waren unmöglich neu auszuzählen. Es gibt immer die Idee der Neuauszählbarkeit. Es muss von Anfang bis zum Ende nachvollziehbar sein. Es gibt diverse Logbücher und so weiter, um das sicherzustellen. Wenn du eine Maschine hacken willst, musst du eine von diesen Siegeln runternehmen von so einem Ballotbox zum Beispiel und niemandem wird das auffallen. Mit den Beweisen, die wir gefunden haben, haben wir versucht, mehr Informationen herauszufinden und davon irgendwelche Dinge zu lernen. Was wir wirklich wollen, ist eine statistische Neuauszählung, die random stattfindet. Das wäre viel, viel günstiger als eine staatsweite Neuauszählung, aber in den meisten Staaten ist das nicht erlaubt. Eigentlich in gar keinen Staaten ist das erlaubt, nur random statistisch relevante Daten zu zählen. Was wir wirklich gefunden haben, sind nur statistisch irrelevante Daten von random Counties. Fraud, you know, it's unlikely in a recount that every single ballot, you know, was hacked or that every ballot in every precinct. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass in einer Wahl alle Sachen gehackt wurden, dass alle Sachen gefälscht wurden. Wir warten immer noch auf die endgültigen Ergebnisse und wir wollen aber trotzdem testen, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Attacke stattfindet. In einer Version einer Attacke Angreifer sich zufällig aussuchen, an welchen Stellen sie die Wahl beeinflussen. Und das kann bis zu 10% der Stimmen beeinflussen. Wir haben 1 Million Simulationen dieser Attacke durchgeführt und was wir herausgefunden haben, ist, dass in Wisconsin nur ungefähr 5%, also ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, da gab es nur 5%. Außerdem werden da alle Stimmen nochmal von Hand oder können alle Stimmen von Hand nachgezählt werden, sodass es nur 7% der Staaten, der Landkreise überhaupt eine Änderung stattfinden kann. In Michigan ist die Wahrscheinlichkeit mittelgroß, da war die Wahrscheinlichkeit 18%, dass die Attacken erfolgreich waren und in 4 Landkreisen war das möglich. In Pennsylvania war die Wahrscheinlichkeit, dass die Attacke gelingt, sehr hoch. Die waren bei 81%. Was haben wir also noch gelernt?
Wir haben gelernt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahlen gefälscht wurden, sehr, sehr gering sind. So, ich kann beruhigt ins Bett gehen und schlafen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewonnen hätte aufgrund von Wahlfälschung sehr gering werden. Wie wir vorher schon gesagt haben, Cyberattacken haben auch vorher schon stattgefunden. Obama hat hat gefordert, dass da nochmal eine Überprüfung stattfindet. Am Ende können wir sagen, wir können beruhigt ins Bett gehen, aber wir können Fälschung nicht komplett verhindern. So the recounts didn't complete. Die Neuauszählungen konnten nicht beendet werden. Wie ich am Anfang gesagt habe, die Wahlen wurden wahrscheinlich nicht gehackt. Wir haben aus den Neuauszählungen gelernt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas gehackt wurde, noch geringer ist. Gleichzeitig haben wir herausgefunden, dass die Möglichkeit einer Wahlfälschung sehr hoch ist, sogar höher als ich gedacht hatte. Wir haben die angreifbaren Wahlcomputer, das wusste ich vorher, aber wie groß die Möglichkeit ist, diese Wahlmaschinen anzugreifen, hat selbst mich überrascht. Mit all diesen kleinen Geschäften, die für diese Wahlmaschinen verantwortlich ist. Außerdem ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Wahlen neu ausgezählt werden. Viele haben gar kein Papier, was neu ausgezählt werden kann. Und andere, wie wir gesehen haben in den Beispielen, die wir versucht haben, ist es unmöglich, dass all diese Papiere, die dann doch vorhanden sind, überhaupt fertig ausgezählt werden können. Also wenn jemand wirklich versuchen würde, die Wahlen zu fälschen, wäre es sehr wahrscheinlich, dass sie Erfolg haben könnten. Beide Seiten einfach versuchen, eine Wahl zu fälschen, und es wäre von beiden Seiten aus durchaus möglich. Also haben wir herausgefunden, dass auch wenn die Wahlen dieses Jahr 2016 nicht gehackt wurden, dass die Wahlen 2020 durchaus gehackt werden könnten. Es könnten Hackangriffe passieren für die nächsten Wahlen. Wir brauchen größere Sicherheitsvorkehrungen, um das dem vorzubeugen. Wir brauchen Wir müssen ein Backup haben, wir müssen eine grundlegende Idee haben, wie die überprüft wird. Wir müssen von 70% zu 100% kommen, und dass die Staaten manche Staaten müssen immer noch Schritte unternehmen, dass das alle ein Papiernachfolge haben. Und wir wollen auch hinkriegen, dass viele Staaten überprüfen. Wir müssen es auditieren, dass statistisch wahrscheinlich nichts geändert wurde. Das ist ein relativ billiger und durchführbarer Angriff. Einfach, dass man ausreichende von den Papieren anschaut. Und Staaten müssen jetzt anfangen, dass die ganzen Gesetzesänderungen im Platz sind, wenn die 2022 die nächste Präsidentswahl durchgeführt wird. Staaten müssen einzeln Dinge tun. Wir werden nicht von Donald Trump neue Regelungen bekommen, wie eine Neuauszählung stattfinden kann. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. All right. Thanks a lot, Matt and Alex. We have about 10 minutes for questions. So if you have a question, please line up at one of the microphones in the room. Vielen Dank. Wir haben noch 10 Minuten für Fragen. Ihr könnt euch an den Mikrofonen für Fragen aufstellen. And I think we'll just start off with microphone one, please.
I do not believe in paper voting so much. Why? Because I ich glaube nicht sehr daran, dass wir mit Wahlen auf Papier mehr Erfolg haben. Während ich in der Sowjetischen Union gewohnt habe, waren die Wahlen auf Papier mit 99% für die Kommunistische Partei. Methods of pressure, how to make governments to make elections better. That's very pity that I had to miss your previous talk here about Estonian voting. Es ist sehr schade, dass ich den letzten Talk über Estland und die Wahlen in Estland nicht von euch nicht hören konnte. Was invited into Estonia by a political party, which later was seen at least asking money from Putin. I don't know whether ein Team von Wahlauszählern wurde. Komm bitte zum Punkt. Then we compare the definition of terrorism. May I answer your question, sir? Yeah. Kann ich bitte die Frage beantworten? Lass mich zuerst den Punkt beantworten, dass Papier auch gefälscht werden kann. Wir haben eine lange Geschichte, dass Papier, also dass Wahlen auf Papier auch gewählt werden kann. Wir haben jetzt die Chance, weil wir jetzt die Kombination von Wahlen auf Papier und Wahlcomputern haben, können wir diese Chance nutzen, dass wir diese beiden Wahlsysteme, also die beiden Möglichkeiten, es auszuzählen, miteinander abgleichen und dadurch sicherstellen können, dass sie eben das gleiche Ergebnis haben. Dadurch können wir das sicherstellen. Ich glaube, auch wir von der Universität in Michigan würden ungern auch alle Wahlen auf Papier auszählen wollen. Aber ich glaube, dass für unsere Universitätskurs haben wir auch die Ergebnisse der Wahlen just a quick heads up. If you really have to leave right now, please do so as quietly as possible, so we can finish this Q&A. And also, if you're asking a question, please make it precise and short, so we can ask as many questions as possible. Bitte macht eure Fragen kurz und so wir können möglichst viele davon beantworten. Ich wollte fragen, ob es einfacher ist oder einfacher war, die Hardware oder die Software zu kontrollieren und darauf Zugriff zu bekommen. In Pennsylvania haben wir versucht, Zugang zu Hardware zu bekommen, weil nur auf der Hardware überhaupt Wahlergebnisse gespeichert wurden. Das wäre sehr schwierig geworden, eine gerichtliche Analyse davon zu machen, innerhalb der Deadline. Es ist die einfachste Möglichkeit, die Papiertexte zu checken, aber es wäre auch wichtig, dass eben die Wahlcomputer auch kontrolliert werden können. Thank you. In the history of the world, to the best of your knowledge, in der Geschichte der Welt, ist es jemals stattgefunden, dass der Wahlprozess neu gestartet wurde, weil die Wahl unzulässig war? Naja, es gibt immer ein erstes Mal. Question from Mike 3, please. Okay, this risk limiting counting approach. Diese risikominimierende Neuzählungsmethode, gibt es irgendwelche? That makes it fit for other countries. So this statistical risk limiting approach, does it have requirements that are unique? Gibt es irgendwelche Begründungen, weshalb es nur in den USA eingesetzt werden könnte? Nein, es kann nicht nur auf das Wahlsystem festgelegt werden, das wir in den USA verwenden, aber stattdessen kann jedes Wahlsystem verwendet werden. Es gibt eine Frage von den Livestream-Menschen, sogar zwei. Die erste ist, wieso gibt es nicht jedes Mal eine Neuauszählung? Das ist eine gute Frage, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Eigentlich sollte das wirklich so sein. Irgendeine Art von risikominimierender Neuauszählung sollte immer stattfinden, aber es ist eigentlich so, dass das Gesetz einfach noch nicht der Technologie immer noch hinterherhinkt.
Und früher, ohne jetzt, wo die Wahlmaschinen eingeführt sind, müssen wir das Gesetz updaten und schauen, dass eine Wiederauszählung immer stattfindet. Die zweite Frage ist, eben eurer Meinung nach, bitte wiederholen Sie die Frage. Würde es Sinn machen, saubere Gesetze in allen Staaten zu bekommen? Ja, natürlich. Aber eines der Probleme ist, dass die Staaten in den USA die große Rechte haben und sich das selbst aussuchen können. Und dass es auf einer Bundesebene nicht wirklich möglich ist, die Staaten zu gewissen Dingen zu zwingen. Glaubt es oder nicht, die amerikanische Verfassung sagt nicht mal, dass Staaten Abstimmungen haben müssen für die Präsidentschaftswahl. Sie könnten in irgendeiner Form die Wahlmänner bestimmen, wie diese abstimmen müssen. Dementsprechend ist es recht schwierig, ihnen vorzuschreiben, gewisse Prozedere. Wahlreform ist ja selbst ein politischer Prozess. Die technischen Aspekte von Wahlen, wie denkt ihr, hängt das zusammen mit anderen politischen Themen wie der Beschränkung von Rechten, von Meinungsfreiheit? Es gibt viele Probleme in den USA, aber auch in anderen Staaten, und es gibt viele Möglichkeiten, wie die Stimmen von Menschen unfair gezählt oder unterdrückt werden können. Wir beschäftigen uns in erster Linie mit technologischen Möglichkeiten, aber wir arbeiten oft zusammen mit anderen Advokatinnen für dieses Thema, die oft mit anderen Themenfeldern arbeiten. Ich stimme dir zu, die Politik und auch die technische Seite sind so miteinander verbunden, dass es nicht eine Frage sein sollte, dass unsere, wir sollten eigentlich alle fordern, dass unsere Stimmen nachgezählt werden und gecheckt werden. Aber es gibt immer politischen Gegendruck von denen, die gerade gewinnen. Danke für deinen Talk. Eine Frage, die du anscheinend nicht angesprochen hattest, ist die von Stimmenunterdrückung. Es gibt eine Vielzahl von Maschinen, zum Beispiel in Detroit, die einfach nicht funktioniert haben oder misskalibriert waren. Wie viel könnt ihr beitragen, diesen Teil des Systems zu lösen? Gerade in Detroit haben wir uns die systemischen Fehler angesehen. Gerade diese Arten von Fehler hängen mit zu wenig finanzieller Ausstattung der Bezirke zusammen. Es müsste mehr Geld da sein, um bessere Wahlmaschinen zu kaufen. Aber okay, all right. Das ist sehr kompliziert, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Thank you for your work and talk. Danke für eure Arbeit und für euren Talk. Wenn wir jetzt ein bisschen weggehen von dem Donald Trump-Szenario, fast alle Gewinner sind gegen Neuauszählungen. Wenn die aber zuversichtlich sein können, dass sie sowieso gewinnen, wieso sind sie gegen diese Neuauszählungen? Das ist eine gute Frage. Aber meine empirische Einschätzung ist, dass nur die allerkleinste Anmerkung, dass es vielleicht Komplikationen geben hätte, dann sind sofort die Anwälte da, die versuchen, das zu unterdrücken.
Es gibt nicht wirklich viel Zeit, darüber nachzudenken, um die Pünktchen auf dem I zu setzen. Dass sofort weitergelebt wird und man sich weiter bewegt und ist da ein großes Problem, dass die Fakten schon geschaffen sind. Denkt ihr, dass es Ende zu Ende nachvollziehbare Wahlsysteme könnten eine Lösung sein? Ja, wahrscheinlich schon. Aber das System ist jetzt schon sehr kompliziert. Aber und noch komplizierter machen ist keine Lösung. Die meisten Unterstützerinnen, die Wahlen wirklich durchführen, bräuchten eigentlich eine Erleichterung und nicht noch eine Verkomplizierung.